sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Perfekt. Das war... Shongu. Ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast. Sehr wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, krieche ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoo. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet.
Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaro überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre nicht deine erste heilige Höhle. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Vaal ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein? Vielleicht wird es durch Sporen übertragen? Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben.
und mein Stamm mit ihm. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, so. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es... ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Shh. Ist es das, was du sagen wolltest? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch.
Kannst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Verheilt. Erst diese Kaja-Jägerin, jetzt diese Fremde. Also, was willst du? Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Reh wird sowieso sterben, genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin, gekleidet wie ein Vogel, mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment, eine Kaja-Jägerin? Mit einer Utaro-Drossel? Was, führe ich Selbstgespräche? Ja, hab sie heute gesehen, rannten nach Südwesten, in den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Von Jäger zu Jäger. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Ich muss Val und so in Rheinklang treffen. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Ich würde mich etwas umsehen. Botschaft, du wirst nicht glauben, was ich hier erzähle. Rüste dich besser gut aus, wenn du ins Utaro-Gebiet reist. Die Tenakt haben überall Angriffe auf Dörfer gestartet und sie ritten auf Maschinen. Aber wie man hört, macht ihnen das Dorf Lüsslied im Norden das Leben schwer. Danke für den Rat. Vielleicht könnte Lüsslied Hilfe brauchen. Er scheint Probleme zu haben. Seid weg! Sei vorsichtig, Dane! Meine Fremde! Guck nicht so zu, helf ihr! Rheinklang zählt auf uns!
die Ernte? Ist unversehrt. Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Aloy. Ich bin Dane. Und das ist eure ganze Ernte? Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Wohin wolltet ihr? Rheinklang. Das ist gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen. Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Das ist nicht nötig. Bitte. Wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane, du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Ich sollte auch los. Wenn du mal nach Rheinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuch mal vorbeizukommen. Wenn man dich kocht. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Überleben willst, solltest du mit mir sprechen. Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Klingt, als ob die Utaru Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chor singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch.
Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila, farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Wir müssen akzeptieren, dass wir die Zukunft der Utaro nicht bestimmen können. Tu, was du willst.